Sie haben einen riesigen Job und Sie haben das irgendwie cool aufgestellt, gell? Weil jeder sagt, das will ich haben, dann zahle ich 300 Euro für die Kamera und eine reicht nicht, dann kaufe ich mir eine zweite eine und die kostet auch 300 Euro. Und welche Kameras gibt es denn da so? Gell? Ich sage immer, da gibt es die echten Kameras, das ist jetzt zum Beispiel die da, wobei das jetzt, also jetzt stelle ich euch die Kameras vor, die Technik. Das ist die LCA Plus, das ist also eine Weiterentwicklung von dem alten. Die hat jetzt zum Beispiel nicht mehr die Blenden zum Einstellen, sondern die hat nur mehr Automatikblende, aber ich kann dafür Doppelbelichtungen machen und sie hat da zwei so Schlitze und da könnte man, kann man, muss ich jetzt so hört sein, da kann man zum Beispiel zusätzliche Objektive einfach drauf tun. Und jetzt habe ich mit dem normalen Objektiv dann schlicht und einfach nur ein Weitwinkelobjektiv und kann dann mit einem 21 mm Weitwinkel da auf Vollformat fotografieren, ja, wie man so schön sagt. Also die hat so Möglichkeiten, Zubehör dran zu tun. Der Blitz geht, also es geht noch mehr. Dann hat die eine Schwester gekriegt, gell, von sich aus schon. Die LC White schaut nahezu gleich aus. Jetzt zum Vergleich tue ich da das Ding wieder an. Ja, so. Schaut nahezu gleich aus, ist aber jetzt der 17 mm Weitwinkel. Und der hat halt zum Beispiel noch die Möglichkeit, wenn ich sie aufmache, kann ich so einen Rahmen rein tun, dann werden nur quadratische Bilder gemacht. Oder ich kann sie dann mit einem Hebel umlegen, einen anderen Rahmen rein, dann mache ich hochformatig Halbformatbilder, dann mache ich halt 72 Bilder damit, die halt im Hochformat sind. Geht da tadellos. Zack, da links ist schon 600 Euro. Dafür ist das Objektiv da mit 50 Euro wieder eher billiger, wie man es nimmt. Das sind so die echten Kameras. Gell? Und dann hat sich da halt entwickelt dieser Bereich der Spielzeugkameras, die aber auch irgendwie ganz einen eigenen Charme haben. Den Action Sampler finde ich nicht mehr. Der ist irgendwo in meinem Keller verschollen, sonst hätte ich den halt auch gehabt. Gell? Aber dann gibt es zum Beispiel den Nachbau von der Diana. F steht dann für Flash, Plus steht für den Neubau. Das ist eine Plastikkamera aus China, die sie wieder aufgelegt haben. Ja. Und wer jemals einen Spiegelreflex in der Hand gehabt hat, der wird sich denken, den muss ich festhalten, dass sie nicht wegschwebt, die wiegt gar nichts. Aber trotzdem hat sie auch Wechselobjektive, ganz viele verschiedene, ein cooles Bajonett. Und hat da irgendwie so einen Modus, dass man da mit einem Pinhole fotografieren kann. Die hat zum Beispiel einen Mittelformatfilm. Ich werde es nachher noch sehen, wie diese Bilder ausschauen. Dazu gibt es in Anlehnung an das, wie das damals halt die Original ausgeschaut hat, den Blitz. Ja. Erstens einmal schaut das schon cool aus. Zweitens. Bitte? Ja, das auch. Das fliegt sich um, weil sie gar so leicht ist. Es gibt dann auch, kriege ich jetzt aus mit meinen aufgeregten Finger, da so Filterfolien, ja, die kann man dann da in den Blitz da so einschieben. Und jetzt ist es so der gelbe Blitz dann. Also da gibt es viele verschiedene so Folien. Da kann man lustige Effekte damit machen und wenn man dann sagt, das war jetzt aber klasse, wenn ich das doch nur auf meiner EOS 5 Mark IV oder was verwenden könnte, geht auch. Ich muss nur schauen, welche Adapter ich da wo, wie ich habe. Ja. Es gibt da so ein ganzes Set von Adapter dabei, man kann das Ding auch auf deiner da verwenden. Ja, das ist jetzt genau der falsche da und dann nimmt aus. Aber ist ja wurscht, müsst ihr es glauben. Da gibt es so ein ganzes Set von Adaptern dabei. Und andererseits genau den habe ich das mit, ich könnte jetzt auf die da auch das aufstecken und dann kann man so deinen Aufsteckblitz da verwenden. Das geht auch, ja? Kein Problem. So, jetzt steckt er da. Bevor ich ihn noch lasse, wieder stecken. Die Holger schaut so aus. Die hat als Zusatzbonus dann auch noch, dass sie irgendwie lichtundicht ist. Also da fällt dann irgendwo Licht ein. Mit der habe ich noch nicht so viel fotografiert, aber dann doch was Lustiges. Das zeige ich euch nachher, was da mit der passiert ist. In Anlehnung da an diese Diana
die ja eine Mittelformatkamera ist, gibt es auch eine normale Diana und dann gibt es noch die Diana Baby. Ja. Und man möchte es nicht glauben, auch für die gibt es da Wechselobjektive. Ja. Die kann man da runter tun. Und dann habe ich mir zuerst gedacht, die sind da für Film. Die Firma Nomographie produziert 110er Kassettenfilme als einzige. Und dann habe ich mir immer noch nicht gewusst, wie denn da der Auf- zum Schnallen ist. Man tut da das Gehäuse runter, den Deckel, der ist nur für die Vitrine, den Stef, damit es nicht so nackert ausschaut. Und dann schnallt man da, muss man schauen, wie es dann drauf geht, so, sowas. Das ist nicht abreißen, muss ich mal aufpassen. Schaut, jetzt habe ich den Apparatismus da drauf geschnallt. Dann kann ich das aufmachen und dann kann ich die 110er Kassetten direkt da drauf tun. Mit dem festschneiden, weil bei die, da sieht man nämlich den Film, wenn man weiterspult, die Anzahl der Bilder, die man schon gemacht hat. Und das Vorspulen ist dann da mit der Kassette. Und dann haben wir. Man kann Doppelbelichtungen machen und bei diesen Lambo-Blitze sind zum Beispiel auch noch so PC-Sync-Kabel dabei, sie hat einen Blitzanschluss. Also da ist schon einiges Spaßiges verbaut. Gell? Man möchte es kaum glauben, gell? Wenn ich da durchschaue durch den Sucher, der tatsächlich drinnen ist, dann hat der innen drin so einen Rahmen, wo ich sehe, mit dem Normalobjektiv habe ich den Bereich und mit dem Weitwinkelobjektiv habe ich den Bereich. Alles drin, alles dran. Jetzt muss weg dann. Die Konstruktor. Habe ich mir mal gewünscht, habe ich gekriegt. Die kommt als Bausatz. Das ist eine Spiegelreflexkamera mit einem Schachtsucher da oben. Ich bin Angst, dass es irgendwo aus Versehen abbricht. Gell? Schachtsucher, so, geht's auf. No. Okay, und dann muss man sehen, wie muss man den da spannen. Jetzt ist es gespannt. Jetzt kann ich so da reinschauen, dann kann ich da scharf stellen und dann. Satter Sound. Aber das war einfach lustig, das Ding zusammenzubauen. Gell? Einfach zu sehen, wie die Mechanik da drinnen funktioniert. Und die Bilder von dem sind auch geworden. Ich meine, nichts zum Vergleichen mit den modernen digitalen Kameras, das ist ganz was anderes, aber macht auch Spaß. Funktioniert. Und dann hätte ich noch die Sprocket Rocket. Die ist auch irgendwie mit einem Vorbild aus den 60er Jahren. Eine Panoramakamera eigentlich, die hat fast einen Winkel von 120 Grad. Und man kann da drinnen einen Rahmen außertun und dann belichtet diese Vorspullöcher mit. Das ist einfach ein lustiger Effekt. Nach ein paar Filmen hat man sich auch satt geschaut, aber immer wieder mal kommen da recht nette Fotos zusammen. So, das war jetzt einmal die Kameras, mit denen ich immer wieder mal fotografiere. Und immer wieder mal heißt er auch mit meinen Schülern. Und die kriegen die auch in die Hand und die zeigen ihnen, wie das geht. Und bei manchen, eben bei der Kleinen zum Beispiel, so wie jemand da gesagt hat, die ist aus dem Setzkasten, ja, macht die echt Fotos. Und dann wird es hart für meine Schüler, weil dann ist der Film fertig, dann schicke ich ihn ein, dann dauert es 3 Wochen, dann kommt er wieder, dann zeige ich es ihnen, dann sagen sie was. Wenn sie das erste Mal sehen, so diese orangen Bahnen da, dann dauert es wieder, bis wir das digitalisiert haben. Also einen Monat müssen sie schon Geduld haben, bis dann sehen, was da für Filme entstanden sind. Was da für Filme entstanden sind. Tja. So.